In diesem Video geht es um die Grundlagen für Investitionstheorien und dazu müssten wir zunächst über Zinsrechnung sprechen, letztendlich Zinsrechnung für die Bewertung von Zahlungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten bei positivem Zins unabdingbar ist. Ja, wir sprechen von Aufzinsen, wenn wir uns auf dem Zeitstrahl in Richtung Zukunft bewegen. Man könnte sich das so vorstellen, dass wir von heute zum Zeitpunkt 0 uns ein Jahr in die Zukunft bewegen, das sei dann Zeitpunkt 1, wenn mein Strahl hier die Zeit zum Ausdruck bringen soll. Wir sprechen von Abzinsen, wenn wir aus der Zukunft in die Gegenwart uns bewegen. Ich deute das hier mal so einen Pfeil an. Ein Jahr würde dann der Wert einer zukünftigen Zahlung zum heutigen Zeitpunkt berechnet sein beim Abzinsen. Schauen wir uns mal an, was wir beim Aufzinsen um eine Zinsperiode machen. Wir würden dann, wenn wir beispielsweise 100 heute zur Verfügung haben, bei einem Zinssatz von 10% in diesem einen Jahr geradezu intuitiv wissen, dass in einem Jahr wir dann 110 zur Verfügung bekommen. Ich werde mal an diese Zahlungen hier immer noch Vorzeichen anschreiben. Diese Vorzeichen sollen nur die Zahlungsrichtung zum Ausdruck bringen. Und der Betrag, den ich dann berechne, der hat mit dem Vorzeichen dann nichts zu tun. Die Zahlungsrichtung möchte ich als Konvention mal so formulieren, dass es die Sichtweise des Portemonnaies des Investors ist. Bedeutet, wenn ich heute 100 anlege, dann wäre es eine Auszahlung aus meinem Portemonnaie als Investor und in einem Jahr 110 bekomme, wäre dann eine Einzahlung. Ja, wie komme ich aber auf diese 110? Ich würde von meiner Auszahlung den Betrag multiplizieren mit 1,1. Diese 1,1 beinhalten einerseits 1, das wäre die Tilgung durch den Kreditnehmer, meinen Kreditnehmer. Und die 0,1 sind der Zinssatz, der als Entlohnung obendrauf gezahlt wird. Ja, nun können wir uns vorstellen, dass beim Abzinsen sehr ähnlich ist. Nehmen wir mal an, wir möchten in einem Jahr 110 zur Verfügung haben und überlegen uns bei 10%, wie viel wir heute anlegen müssen. Das ist dann natürlich heute 100 anzulegen. Auf diesen Betrag von 100 kommen wir, indem wir mit 1 durch 1,1 multiplizieren. Diese Faktoren, die wir eben berechnet haben, beim Aufzinsen mal 1,1 und beim Abzinsen mal 1 durch 1,1, nennen wir Aufzinsungs- bzw. Abzinsungsfaktor. Ja, nun ist die Frage, was passiert jetzt, wenn wir das mehrere Perioden machen? Sagen wir mal, wir zinsen jetzt um T-Perioden auf und unser Zinssatz sei die ganze Zeit über konstant. Das heißt, im ersten, im zweiten und vielleicht im täten Jahr ist der Zinssatz immer 10%. Ich habe heute 100, die ich anlege. Und dann kann ich mir überlegen, ja, ein Jahr würde ich die mit 1,1 multiplizieren. Was ich dann herausbekomme, würde ich wieder mit 1,1 multiplizieren. Und so weiter und so fort, bis ich meinen Betrag habe zum Zeitpunkt T. Den könnten wir meinetwegen KT nennen. Wie kann ich diesen Betrag KT jetzt ausrechnen? Ja, ich würde meinen Ursprungsbetrag, nennen wir den mal K0, in meinem Beispiel diese 100, eben mit 1 plus Zinssatz multiplizieren, und zwar t mal, das heißt hoch t. Das wäre unsere Formel für das Aufzinsen. Analog könnte ich dann natürlich abzinsen, indem ich diese Gleichung nach K0 umstelle. Wäre K0 ist gleich kt mal 1 durch 1 plus Zinssatz hoch t. Gut, soweit zum Aufzinsen und Abzinsen. Ich habe jetzt immer unterstellt, dass der Zinssatz konstant bleibt.
während der Laufzeit. Wenn wir in unterschiedlichen Perioden verschiedene Zinssätze haben, dann müssten wir diese Perioden eben einzeln als Aufzinsungs- bzw. Abzinsungsfaktor erfassen. Ja, das ist eigentlich die Grundlage für Investitionstheorie. Im Grunde genommen könnten wir fast alle Fragestellungen mit dieser einen Formel, die wir uns jetzt erarbeitet haben, die zweite Formel ist ja bloß eine einfache Umformung davon, lösen. Es macht manchmal bloß sehr viel Arbeit, auf diese eine Formel zurückzugreifen, wenn wir nämlich recht umfangreiche Zahlungsreihen haben, die zusammenhängen. Also Zahlungen, die untrennbar miteinander verbunden sind, wie man sie ja bei Investitionsprojekten sich vorstellen kann. Um hier eine Vereinfachung herbeizuführen, kann man die Rentenrechnung nutzen. Was verstehen wir jetzt unter einer Rente? Eine Rente wäre eine nominal gleichbleibende konstante Zahlung in jeder Zinsperiode über eine bestimmte Laufzeit bei einem konstanten Zins. Wenn ich diese ein bisschen umfangreiche Beschreibung mal versuche wieder so auf einem Zeitstrahl darzustellen, würde ich zum Zeitpunkt 1 meinetwegen 100 bekommen, zum Zeitpunkt 2 100 und so weiter und so fort bis zu einem Zeitpunkt groß T, wo ich immer noch 100 bekomme. In jedem der Jahre bekomme ich also 100. Diese Jahre sind hier mit Zinsperiode bezeichnet und in jeder Zinsperiode soll der gleiche Zins I herrschen. Ja, wie könnte ich das jetzt bestimmen, welchen Gegenwartswert diese zukünftigen Zahlungen haben? Man könnte sich das auch so vorstellen, wenn ich in der Zukunft jedes Jahr diese 100 praktisch eingezahlt bekommen möchte in mein Portemonnaie, wie viel muss ich heute dafür auszahlen? Und diesen Wert können wir erhalten, indem wir diese 100 als Rente identifizieren. Wir würden also sagen, wir bekommen hier T periodenlang jeweils 100 und können uns dann diese Rente mit einer Zahl, die heißt Rentenbarwertfaktor, praktisch in einem Schwung auf T gleich 0 abzinsen. Das impliziert, dass der Rentenbarwertfaktor eine Summe von Abzinsungsfaktoren ist. Die können wir uns aber auch gleich nochmal ausführlicher anschauen. Ich möchte mal einfach erstmal nur so die Mechanik des Rentenbarwertfaktors deutlich machen, wie ich damit rechnen würde. Ich könnte also sagen, wenn ich jetzt wissen will, welchen Betrag X muss ich jetzt hier heute anlegen, dann könnte ich mir diesen Betrag von X ausrechnen, indem ich sage, ich habe die 100. Und das ist die Höhe der Rente und multipliziere diese mit dem sogenannten Rentenbarwertfaktor von T Perioden und I Prozent. Und für diesen Rentenbarwertfaktor gibt es eine Formel, die steht hier auch nochmal links so aufgeführt. Und zwar ist das 1 minus 1 plus I hoch minus T durch I. Die könnte ich jetzt hier einsetzen und sagen, mein Betrag wäre 100 mal und für den Rentenbarwertfaktor nehmen wir die Formel 1 minus 1 plus i hoch minus t durch i. Jetzt habe ich hier noch nicht festgelegt, wie groß i und t sein sollen. Das könnten wir jetzt beliebig einsetzen. Nehmen wir mal an, als Beispiel, ich bekomme 10 Jahre lang diese Rente und mein Jahreszins sei I gleich 10% wieder. Dann nehmen wir mal eine andere Zahl, sonst kann man die so schlecht auseinanderhalten, sagen wir 8%. Dann wäre jetzt mein Betrag von X 100 mal 1 minus 1,08, das wäre das 1 plus 8% hoch minus 10 durch 0,08. Diesen Betrag könnten Sie sich ausrechnen.
Ich müsste das mal hier schnell machen. Wäre also 100 mal 1 minus 1,08 hoch minus 10 durch 0,08. Kommt bei mir hier 671. Ja, 0,01 raus. Das ist auch relativ plausibel. Ich hoffe mal, das stimmt. Ansonsten schreiben Sie mir. Und ja, das wäre also der Betrag, wenn wir das mal interpretieren wollen, den ich heute auszahlen müsste aus meinem Portemonnaie, zu 10% anlegen müsste, damit ich dann in den folgenden 10 Jahren jeweils 100 entnehmen kann. Man nennt diesen Betrag den Rentenbarwert und die jeweils 100, die ich entnehmen kann, die Rente. Analog könnte man das natürlich auch andersrum rechnen wieder, so wie wir beim Abzinsen und Aufzinsen ja auch einfach die Richtung umgekehrt haben. Ich könnte auch sagen, ich habe einen gewissen Betrag heute zur Verfügung und suche den Wert, den ich dann jährlich entnehmen kann, wenn ich diesen Betrag zu i Prozent angelegt habe. Ich skizziere das mal hier auch nochmal. Nehmen wir mal an, wir hätten heute zum Zeitpunkt 0 diese 671,01 zur Verfügung, zahlen die aus in ein Sparkonto, was 10% jedes Jahr als Verzinsung bringt. Die bekommen wir dann zum Zeitpunkt 1, zum Zeitpunkt 2 und so weiter, immer gleichbleibende Verzinsung bis zum Zeitpunkt 10. Ach nee, sind nicht 10%, 8% sollen es ja sein, war unser Zahlenbeispiel. Und ja, nun ist die Frage, welchen Betrag, nennen wir den mal A, kann ich jetzt hier jedes Jahr entnehmen? Ja, und weil es ja das gleiche Beispiel ist wie oben, gleiche Skizze, muss dieses A natürlich unsere 100 sein. Wie könnte ich die 100 hier ausrechnen aus unserer Formel? Ja, ich würde einfach die 671,01, die wir hier anlegen, teilen durch den Rentenbarwertfaktor für 10 Jahre und 8%. Oh, das könnten Sie rechnerisch nochmal nachvollziehen, ob Sie hier dann auf die 100 kommen. Ich behaupte mal einfach, das ist so. Die Erklärung finden Sie hier auch noch einmal links. Man nennt diesen Betrag A, den wir uns hier ausrechnen, dann eine sogenannte Annuität. Und die Höhe der Annuität ergibt sich eben aus der Division des gegenwärtigen Geldbetrages durch den Rentenbarwertfaktor. Das ist im Grunde genommen nur die entgegengesetzte Operation wie beim Berechnen des Rentenbarwertes. Ich habe hier schon in diesen kleinen Beispielen immer eine bestimmte Konvention gepflegt. Und zwar sollen alle Zinszahlungen am Ende der Zinsperiode stattfinden. Bedeutet, die Zinsen für das erste Jahr bekomme ich zum Zeitpunkt 1, die Zinsen für das zweite Jahr zum Zeitpunkt 2. Ich habe auch noch keine unterjährigen Zahlungen oder Kontoabrechnungen berücksichtigt. Ja, für die Investitionstheorie ist das sicherlich hinreichend. Bei Finanzierung haben wir mit unterjährigen Zahlungen ja schon gerechnet. Ja, das soweit. Kleine Einführung in die Zinsrechnung und ich habe dann einige Übungsaufgaben. Die schauen wir uns aber mal im nächsten Video an.